Grüß Gott und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen, wie man geschnittene Hasen macht. Die auf Fränkisch "geschnittene Hosen" heißen, also Hasen. Ähm, wir beginnen damit, den Teig auszurollen und einzuschneiden. Der Teig ist ein etwas zäherer mürbteig. Den Rezept sowie die, das Rezept sowie die genaue Anleitung, wie man die geschnittene Hosen macht, äh, findet ihr auf unserem Blog www. Hutkrapfen und Käspatzen. Wordpress.com. Ja, am Teig ausrollen ist jetzt nichts so besonderes. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr ähm, den wir relativ dünn, also so 2-3 mm ausrollen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man es äh, zu dünn macht, dann reißen sie später vielleicht. Wenn sie zu dick sind, werden allerdings äh, die Hasen nicht schön. <laughs> ja, wir rädeln den Teig am Rand eben ab, dass das so ein schönes Wellenmuster entsteht. Nehmen den überflüssigen Teig weg und jetzt werden im Abstand von so Zentimeter, vielleicht eineinhalb, am Rand ein bisschen mehr Platz lassen, ähm, quasi Schlitze in den Teig gerätelt, die nicht von oben bis unten durchgehen, sondern die oben und unten noch so zwei, drei Zentimeter Platz lassen. Das muss nicht allzu gleichmäßig sein, wie man sieht. Man soll ja ruhig sehen, dass das Handarbeit ist und dass das alles individuell ist. Wenn am Schluss was Kleines übrig bleibt und man dreieckige Stückchen hat, muss man das halt entsprechend anpassen. Das geht aber genauso. Jetzt kommt das, der, der eigentliche Trick, nämlich wie man aus diesen flachen Teilen ähm, schöne Hasen macht. Es gäbe die Möglichkeit, die Teile einfach irgendwie zamm zu und ins Fett zu schmeißen. Dann schauen sie allerdings nicht schön aus. Wir machen die schönere Variante. Und dazu fädelt man so ein Teigstückchen, wir sehen das gleich nochmal, auf dem Finger. Immer eins vorne, eins hinten, eins vorne, eins hinten. Da geht man mit zwei Fingern, am besten mit Zeigefinger und Daumen durch, nimmt eine der beiden hinteren Ecken, egal welche von den beiden, <laughs> und zieht sie durch den Rest durch. Nicht so fest, das soll nicht abreißen, aber so, dass es halt ganz durch ist und da entsteht so ein kleiner Zopf. Das schaut jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen stark aus, wer mit Mürbeteig schon mal Plätzchen gemacht hat, der brüselt ja leicht. Wie gesagt, ähm, der Teig ist ein bisschen zäher wie ein normaler Mürbeteig und man kann sich da ruhig trauen, sowas zu machen. Hier sehen wir es jetzt nochmal ganz schön. Wir gehen mit zwei Fingern durch, immer eins vorne, eins hinten, eins vorne, eins hinten. Nehmen hinten eine der beiden Ecken und ziehen die dann durch. Beziehungsweise, wenn man ein bisschen geübter ist, dann muss man es auch nicht unbedingt durchziehen, sondern man kann einfach seine Hand drehen, so wie wir es jetzt gleich sehen. Und dann fällt der Rest Automatisch quasi drüber. Ein bisschen noch schön ziehen und ins Fett. Wenn sie auf einer Seite braun sind, mal umwenden. <laughs> genau. Und warten, bis die andere Seite braun ist und raus und abtropfen lassen. Das Fett ist wahrscheinlich in dem Fall ähm, zur Hälfte Margarinenschmalz und zur Hälfte Butterschmalz. Und nicht wundern, dadurch, dass ähm, Backpulver im Teig ist, schäumt das Ganze ein bisschen auf. Das ist aber ganz normal. Zu guter Letzt gibt es noch ein paar Bilder. Hier sehen wir die Hasen nach dem Abtropfen auf dem Backblech. Und jetzt hier quasi der idealtypische geschnietner Wurst. Ja, da nochmal drei schöne Hasen. Und damit bleibt mir nur zum Schluss zu sagen: Vielen Dank fürs Zuschauen. Besucht uns auf unserem Blog. Ciao und Ade.